Oh shit! Ich wusste es, aber ich schreck mich trotzdem. Fucking hell. Alter. Junge. Hör mich nicht. Really? Really? Mach das Scheißzeug auf. Ich werde nicht zu deinem gekochten Schmorbraten. Wo, was mache ich? Wo gehe ich hier lang? Gibt's hier was? Gibt's gar nichts. Der Typ ist gerade gestorben vor meinen Augen. Dort ist der Exit. Ja, natürlich. Hier eine schöne Kapelle. Oh moni mi padre nino homoso. Auszug einer Aufnahme von Dr. Bruce Newhouse. Doktor angestellt im Mount Massive Hospital. 7 Jahre. Sieben Jahre. Far Clark, es liegt mir fern, einen Mann Gottes zu belügen. Also lassen Sie mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die Sie für uns tun, wirklich zu schätzen. Und sollten Sie sich von jemandem bestimmt bedroht fühlen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen oder eine ähnliche beruhigende Prozedur. Bitte unterschätzen Sie den Wert Ihren Messen für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie, vor allem wenn man die tiefe und die notwendigerweise chaotische Natur der Hypnotherapie betrachtet. Nicht alle unserer armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich wenden können. Somit fällt diese Last und die Berufung auf sie. Wir alle bauen auf ihren Glauben und ihre harte Arbeit. Diktiert aber nicht gelesen, Dr. Newhouse. Ich glaube, das ist der Pfarrer, der uns im ersten Teil geholfen hat. Das habe ich zum Beispiel im ersten Run nicht gefunden. Schön. Das weckt Vertrauen in mir, würde ich mal sagen. Okay, hier gibt es nichts. Einfach weiter hoch, mal schauen, wo wir hinkommen. Ich weiß ja, was uns nachher noch Schönes erwartet. Das wird nicht schön. Das wird gar nicht schön. Ja, sorry. Jetzt spoiler ich mich halt so gesehen selbst. Shit. Das war der War Rider. Oder Billy. Hast du gesagt? Ich glaube, die Batterie gab es im ersten Run gar nicht dort. Komisch. Naja. Gelangt zum... Da ist eine Batterie. Ich bin ja letztes Mal auch einfach durchgerannt, von daher... beharre ich auf diese... Art und Weise. Und renne einfach durch. Ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Sorry. Aber auslassen dich, ich werde nie Freunde werden. Really? There! I told you it would be open. I keep moving, Graham! We're almost there! Feed me! Oh! Feed me! Beat me, Charlie, beat me! Ich bin jetzt falsch gelaufen, shit!
Alter, der Typ! Ich hasse ihn! So in der Hölle schmoren! Wo lang? Wo lang, verdammte Scheiße? Oh. Gibt's hier was? Was passiert hier? Junge! Ich schließe mal die Tür, vielleicht kommt der Typ hier nicht rein. Was machst du? Ja. Ich benutze mal das Klon nebendran. Unterschiedliche Auswirkungen. Lisa oder wer auch immer das hier findet, sei dir bewusst, dass Murkoff Monster erschafft. Ich habe die Patienten nie wieder gesehen, nachdem sie die sogenannte Therapie dieses Deutschen durchlaufen haben. Immer diese Deutschen. Schrecklich. Der Antrieb. So viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendetwas wurde aus ihnen herausgerissen. Und zu viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder, sie waren krank, aber keine Killer. Murkoff machte sie zu Monstern. Dr. Rosette sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen. Die unterschiedlichen Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendeine Vorhersage machen könnte. Ich dachte, es sei Kantinengeschnatter. Rauls endloses Gerede. Ich hätte zuhören sollen. Ich hasse es. Ich hasse das Spiel. Und ich muss das Ganze nochmals eine Stunde machen. Nur weil OBS sich dachte, komm, fuck you. Sorry für die Ausdrücke, aber es nervt mich halt wirklich unglaublich. Denn ich habe meistens irgendwie Probleme. Also, irgendwelche technischen Probleme, die mich dann nachher so abfacken, dass ich echt nichts mehr machen kann. Oder eben das Ganze nochmals aufnehmen muss. Und das ist einfach beschissen. Ich kann nichts tun! Dreh das Gas ab, um Zugang zu Luftschlösser zu bekommen. Okay, wo ist der Typ jetzt hin? Dreh das Gas ab, um Zugang zur Luftschleuse zu bekommen. Ja, ja. Auszug von 1957 und Kommentar auf den IG-Bericht. Operation des TSD. 7. Beeinflussung menschlichen Verhaltens. Der potenzielle Einsatz von Psychochemikalien in politisch motivierten Operationen ist wohl bekannt, jedoch wurde diese Möglichkeit nicht so intensiv und nachhaltig untersucht, wie man annehmen sollte. Die Chemieabteilung beinhaltet sie als Teil ihres Plans, um darauf vorbereitet zu sein, eine solche Aktion zu unterstützen oder zu ermöglichen. Nicht-chemische Methoden für den Einsatz bei politisch motivierten Operationen sind ebenfalls im Plan enthalten. Anmerkung: J. Lawler, 15. April 1958. Der vorhergehende MKUltra-Auszug muss der Abteilung für den technischen Service vorgelegt werden, um die Finanzierung und Genehmigung zur Weiterführung der Forschungen von Dr. Rudolf Wernicke. Ja, Dr. Wernicke, den kennen wir ja schon. SZ 14866 und Projekt Wallrider fortzusetzen. Autopsien der erlangten Versuchsobjekte wiesen chemische Inhalte in den Körpern auf, metallische Tumore, Hinweise auf subdermale Verbrennungen, was auf hohe Dosen von Psychochemikalien hinweist. Siehe Hinweis, bla bla bla. Berlin. Oh, was läuft mit dir nicht falsch? Nicht gut. Ich werde auch schon Psycho. Alter.
Hauptsache, das Spiel ist so schlimm, dass man sich zum zweiten Mal bei solchen Erschrecken nochmals erschreckt. Gott, ey. Warte, ich helfe dir. Geht nicht, sorry. Ey, wenn ich das hier schon sehe, man muss wieder rennen. No! Falsches Zimmer! Ich hoffe, er läuft rechts vorbei. Really? Ist das dein fucking Ernst? Wo lang wieder? Hier geht's gar nicht lang. Ich hab verkackt. Hier geht's hoch. Go, go, go. Go, go, Power Rangers. Bitte nicht runterfallen. Ja, war ja klar. Alter. Spiel. So nur. Vor allem, wo bin ich jetzt? Oh, fuck you! Oh. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Wallrider, Mount Massive, CEO. Fall Nummer 209. Patient Frank Antonia Manera. Datum 29.08.2012. Erste Patientenbefragung 1.11.2010. Alter des Patienten 36. Geschlecht männlich. Behandelter Arzt Dr. Carl Houston. DBNR. Therapiestatus. Minimale Aktivität des morphogenen Antriebs und nur bei extremen Leveln Stufe 5 und 6 der Hormontherapie. Traumphasen kehren immer wieder zu Bildern von Isolation und Verrat zurück. Keine luziden Phasen. Diagnostik. Spirometrie ergab schwere bronchiale Akkumulation übereinstimmend mit Tabak- und Marihuana-konsumierenden Patienten. Außergewöhnlich niedrige REM-Aktivität. Anmerkungen zur Zeit des Gesprächs lag Franks Gewicht bei 155 Labs. Keine Ahnung, wie viel das ist. Nein, das war jetzt, glaube ich, Pfund. Egal. Sein Gewicht bei Aufnahme war 228. Er war lethargisch und nicht ansprechbar und brachte nur Interesse für das neunte Skriptmuster der Hypnotherapie Wernicke auf. Das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer. Er weigert sich weiterhin zu baden und lehnt ohne unter dem Einfluss von
Anästhesiemitteln zu sein, eine Behandlung durch einen Friseur mit den Worten ab. Wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht teilen. Eine Zwangsernährung für Mr. Manera wird empfohlen, sollte sich keine Nahrung finden, die ihm zusagt. Murkoff Psychiatric Systems Project Wallrider Mount Massive. CEO. Was war jetzt das für ein komischer Tanz? Oh, da lebt noch jemand. Weißt du, hier gibt es auch ein Funkgerät. Ja. Ey, du kannst mir doch helfen. Junge, du hast vielleicht eine Waffe. Oder wirst gleich umgebracht. Gasroom. Junge, der Typ ist auch überall. Dieser fleischfressende Junge. Nee, kannst du nicht. Lass mich. Oh mein Gott, ich hab mich gerade vom Rauch erschrocken. Wo muss ich hin? Scheiße, Sackgasse. Oh shit! Gas Room. Ah! Hier hoch! Oh! Oh mein fucking hell! Alter! Weißt du, ich hab es ja schon gespielt! Aber es macht sich besser, wenn ich es noch ein zweites Mal machen muss. Das ist ja das Schlimme. Wenn der Typ jetzt da steht, Junge, ich hab geschissen. Einfach rennen. No! Lass mich! Verdammte Scheiße! Wo lang? Ich glaube, hier ist richtig. When you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to see what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith.